Hauholi Friedhof. Uha. Sind wir falsch abgebogen hier. Auf den Friedhof gekommen. Paraheiler. Die Medizintasche gepackt. So, hier gibt es hohes Gras. Da gibt es einen Trainer, der will gegen uns kämpfen. So, hier gibt es noch ein Item. Und noch einen Trainer, wie ich sehe. Zwei Trainer bisher schon gesehen. Ein Supertrank. Zwei Supertränke haben wir schon, wie ich erzählt habe. So. So, ehre den Toten. Kampf, na dann komm her, zeig, was du für Pokémon hast. Wenn ich den Pokémon-Friedhof besucht habe, habe ich immer Tränen in den Augen. Ja, das kann ich verstehen, das kann unter Umständen sein, wenn man sein Pokémon zum Grabe getragen hat und dann auf den Friedhof kommt und ja, sein liebes Pokémon dort sehen muss. Oder halt nicht sieht, sondern seinen Grabstein beschauen darf. Heuler! Okay. Das bringt nicht viel. Schmarotzer! Das bringt etwas mehr. Nicht nur etwas mehr, sondern ziemlich viel mehr. Pepek besiegt. So, Level für sie. Hätten wir das auch. Keanu wurde besiegt. Ach, mein kleines. Nein, ich werde nicht weinen. 2-4 gewinnt, 360 Pokédollar und sie geht sich gleich aus dem traurigen Trainer hervor. Aus dem Kampf gegen den traurigen Trainer hervor. Bah! Ich kann heute wirklich nicht mehr sprechen. Ja. Es lebt in meinem Herzen weiter. Das ist das Wichtigste. Hm. Und du so? Hast auch schon ein Pokémon verloren? In deinem Alter? Juhu, ein Kampf, ein Kampf! Glaube ich doch nicht. Das will ich nicht glauben. Du in deinem Alter schon Pokémon verloren. Nein, das darf man doch nicht. Vorschüler und Chloe, ihr fordert dich heraus. Das darf doch nicht wahr sein. Du und dein Pokémon verloren. Nein, spielst doch hier nur auf dem Friedhof. Friedhof, ja. Geil, wieder dieser Part. Wonaira. Gegen ein Izzy. Ja, Schmarotzer, wie wär's denn damit? Schmarotzen will ich mal voll. Bats. Okay. Ein bisschen hart gegen so ein kleines Kind zu gewinnen, aber ich muss gewinnen. Ich kann nicht verlieren. Zack. So, da war es ums Wonaira geschehen. Und Zweggy geht aus dem Kampf siegreich hervor. Sag ich schon mal jetzt. Chloe wurde besiegt. Nichts mit Traurigkeit. Das spielt nur rum, das Kind hier. Das Spiel. Ja, genau. Genau. Jetzt hätte ich mich nicht schon genug versprochen. So, was geht hier weiter? Ein Pokémon, ein wildes Pokémon. Ja, direkt neben dem kleinen Kind. Ihr wisst ja, Drifloon, laut Pokédex, entführt gerne kleine Kinder. Nimmt sie mit in eine Welt, in der sie nie wieder gesichtet werden, aus der sie nie wieder zurückkommen. Das Entführungs-Pokémon. Auch hier. In TM100, Vertrauenssache. Oh, nice. Nice, nice, nice. Und hier ein Trainer. Ja, nice. Der wird auch gegen uns kämpfen. Ich werde nur Attacken verwenden, die mein Pokémon geliebt hat. Die hat auch schon ein lieb gewonnenes Pokémon. Pikachu. Pika, hier auf dem Pokémon-Friedhof. Izzy. So, sie. Was steht an? So, Schmarotzer einmal auf das Pikachu. Ich hoffe, es wirkt. Steht effektiv dran. Also, könnte unter Umständen wirken. Schmarotzer. Na komm. Mach's alle. Du! Odin's nicht. Noch ein kleiner Hieb hier, dann hat sich's. Hat sich's aus Pikachu. Umklammerung. Ich umklammer dich, weil du so süß bist. Das Pikachu. Will dich knuddeln. Na komm, Umklammerung.
Ich umarme dich. Das ist jetzt doch diese Dauerattacke hier. Jetzt gleich nochmal einsetzt. Na komm. Guten Schlag. Na, das bringt dir relativ wenig. Schmarotzer. Ich mach dich alle. Zack. Pikachu. Am Boden. Mega. Genau so. Besiegt, Trainerin. Geschafft. Level 11 für Lea. Auch gut. Hoodie, Level 13. Pikachu! Zwangfuss gewinnt 360 Pokémon und geht gleich aus dem Kampf gegen diese Leiterin. Nein, keine Arena-Leiterin. Quatsch. Gibt's hier gar nicht. Gegen die Trainerin hervor. Zu reden. Schnell hier weg vom Friedhof. Das hat negative Folgen auf mich. Ja. Negative Folgen, das hat negative Auswirkungen auf mich. So, dran vorbeischleichen hier. Kitty. Ich sehe hier ein Herrscher-Dings. Ein Herrscher-Tier. Herrscher-Sticker nur. Level 8. Level 8, ja. Okay. Hier gibt es noch irgendwas. Durchs hohe Gras. Janes. Ein Item. Heilball. Okay, können wir auch benutzen. Runter hier und nochmal dran vorbei. Zack, hier hinter dem Kitty vorbeischleichen. Ja, so schleicht man sich erfolgreich an Kiddies vorbei. Okay, hier ein kleines Haus. Gehen wir noch rein. Sagen wir mal guten Tag. Guten Tag, wer seid ihr? Ich freue mich ja, dass mein Junge die ganze Welt bereist. Aber er könnte sich öfter mal melden. Als ich ihm deswegen mal die Meinung gegeben habe, hat er mich total platt gemacht. Bei einem Pokémon-Kampf, versteht sich. Ja, so ist es, wenn die lieben Kinder ausziehen. Eltern auch bald eilen. Ich werde dann auch irgendwann mal, wenn ich dann ein eigenes Haus habe, wenn ich mir das leisten kann, wenn ich dann einen richtigen Beruf habe, auch so mal ausziehen. Und ja. Und die Kinder sind auch nicht mehr so jung. Auf der Trophäe liegt eine dünne Staubschicht. Ja, halt ein typisches Kinderzimmer. Sind ja auch Staubfänger hier. Mit Pokale. Ja, und dann, ja. Die kleinste von den drei Kindern hier in meiner Familie ist auch nicht mehr so jung. Das ist, ja. Ich werde ja meine Eltern besuchen kommen. Den Spielplatz, den könnten wir nicht besuchen. Ist ja nur ein Schaukel hier. Schaukeln sind aber auch gut. Was haben wir denn hier? Willkommen, ich bin der Eigentümer dieses charmanten Motels. Du bist es vielleicht noch nicht, du hast es vielleicht noch nicht bemerkt, aber wir befinden uns hier direkt am Strand. Das ist übrigens mein Krambox. Es ist etwas ganz Besonderes. Es stellt sich nämlich Passanten in den Weg und bringt sie hierher, um mit ihnen diesen beeindruckenden Blick aufs Meer zu teilen. Es fängt also Kunden ein. Genauso macht man das. Es bringt so viele Touristen her, dass wir mittlerweile komplett ausgebucht sind. Ja, meinte ich doch gerade. Aber glaub mir, dein kurzer Abstecher zahlt sich auch ohne Übernachtung aus. Du wirst schon sehen. Folge mir. Man wird hier also gezwungen, sich hineinzubegeben in das Grundstück, oder? Ja, hier. Krab, krab. Zwingt es mich jetzt aufs Grundstück. Was für ein asoziales Krabab. Krabox heißt das natürlich. Oha. Ich mache gleich Kebab aus ihm. Krabbenchips mache ich aus ihm. Ja, Krabbenchips schmecken lecker. Yam, yam, yam. So, hier soll ich mal aus Guck halten. Na, zu viel versprochen. Wenn das mal kein anwerfender Anblick ist. Was? Der Strand hier nennt sich Big Wave Bay Beach. Es ist die Heimat einiger interessanter Pokémon. Also schau dich ruhig mal um. Ach übrigens, dieses hübsche kleine Pfad hier habe ich mein Krabbox und ich selbst angelegt. Toll, oder? Ach, gründlich vorlesen geht auch nicht mehr. Ein Trainer! Hallo da, Mädchen. Auf Inselwanderschaft hast du nie einen Sofa gesehen? Doch, doch. Ist nicht ganz neu, dieses Bild. Surfer Markani von dich heraus. Mit Arkani. Botugel. Was? Schon wieder Weihnachten oder was? Nee, noch nicht ganz. Noch einen Monat müssen wir warten.
Einen knappen Monat noch. Machen wir Weihnachten. So, Botoge wirft Geschenk. Ja, Geschenke kann man auch nicht an Weihnachten verteilen. Kann man auch an Tagen außerhalb von Weihnachten verteilen. Ich verteile hier auch meine Geschenke hier, mein Schmarotzer-Geschenk. Und erledige dich damit. Zack, so noch einmal Schmarotzer und dann hat sich's auch geweihnachtet hier. Im November. Am sonnigen Strand von Alola. Sie erreicht Level 12. Nice. Angeberei? Nein, hier wird nicht angegeben. Siegreich aus dem Kampf gegen Mankrani hervorgegangen. Gute Sache. So. Runter zum Strand. Den gab es noch nicht in Pokémon Sonne. Das ist neu. Big Wave Beach. Dann in den Big Wave Beach. Schauen wir uns mal an. An Surfstellen kannst du dich am Montagssurfen versuchen. Machen wir vielleicht gleich mal. Was macht ihr hier? Alola Trainer, willst du deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Ja. Ah, hier gibt es Sachen zu gewinnen. Mit ein paar Gewinnpunkten kann man sich auch einen Top-Belieber oder anderes besorgen. Nein, danke, ich gucke erstmal so. So, jetzt haben wir hier den noch. Hallo! Soll ich einem deiner Pokémon im Tausch gegen Gewinnpunkte eine Attacke beibringen? Ah, TMs oder was? Schnarcher, Vitalblocker, Elektronetze auflockern und so weiter und so fort. Schau mal wieder vorbei, wenn du GP ausgegeben willst oder welche hast. Surfbretter, nice. Ein hübsches Mädchen hier am Strand. Willkommen am Big Wave Beach, einem wahren Paradies für Fans der Mantagssurfens. Des Mantagssurfens. Mantagssurfen, der Name trägt bereits alles in sich. Das ist Surfen auf dem Rücken von Mantags, Wellenreiten der besonderen Art. Jungspunde wie du sollten aber noch etwas trainieren, bevor sie sich daran versuchen. Glaub mir, dieser Sport ist nicht ohne. Schau doch etwas später mal hier wieder vorbei. Mantags und ich sitzen auf glühenden Kohlen, bis du wiederkommst. Naja, endlich auf tosenden Wogen. Soll ich wohl jetzt noch nicht. Die Wellen wie beim Mantagssurfen. Eine Art Attraktion. Alolas sind angeblich der absolute Ringer. Und du? Um auf Mantagssurfen zu dürfen, braucht man ordentlich Kraft an den Beinen, die man nicht gleich wieder runterfällt. Wenn ich auf Inselwand schaffe, sind meine Beine danach bestimmt stark genug. Ja, deine Beine werden bestimmt noch stärker werden. Ja, wachse erstmal, dann bekommst du auch noch Kraft. Surfstelle am Big Wave Beach. Platz 1, Wellenkaiser mit 12.200 Punkten, die ich bestimmt nie kriegen werde. Platz 2, Big A mit 11.400 Punkten. Und Platz 3, Heinrich, 10.200 Punkte. Tja, dann werden wir wohl eines Tages auch mal versuchen und unseren eigenen Rekord aufstellen. Jetzt können wir wohl erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal andere Sachen machen. Oh, hier noch. Ich habe diesen Ort nur gefunden, weil der Wind meinen Sonnenhut hier weggeweht hat. Das nenne ich mal Glück im Unglück. Mir gefällt das Mantagssurfen. Häng dich besser nicht so sehr in die Wellen. Aber ein bisschen Risiko lässt sich natürlich nicht vermeiden, wenn du es besser werden willst. Wenn du besser werden willst. Ja, okay. Haben wir den Strand auch mal erkundet. Haben wir den mal erforscht. Na denn, weiter soll es gehen. Jo, wir vom Team Skull sind für jeden Spaß zu haben. Dazu gehört auch der Mantagssurfen. Das Mantagssurfen meine ich natürlich. Lass uns auf die Wellen reiten, Alter. Und wieder nein. Die haben uns noch gefehlt. Nicht schon wieder, Team Skull. Ich sollte inzwischen selbst wissen, dass das mit dem Wellenreiten nichts für euch ist. Und warum nicht? Denkst du, mit mal auf dem Rücken von dem Mantag zu stehen, ist zu hoch für uns? Das auch, aber... Aber was? Aber ihr könnt euch ständigen Zappeln nicht mal auf dem Rücken von Mantags abschneiden erschalten und werdet dann von der ersten Welle sofort ins Meer gespült.
Für wen hältst du dich eigentlich? Dieses Teil ist echt die Identität. Dieses Teil ist Persönlichkeit. Dieses Gelaber hängt mir langsam zum Hals raus. Wir brauchen deine Erlaubnis nicht. Wir steigen einfach mit Gewalt auf. Na dann, viel Spaß, wie es euch abwirft. Hilfe! Irgendjemand muss den Mantax vor diesen Hohlschädeln retten. Lass uns gehen, komm, das Mantax wird die schon abwerfen und... Komm. Na komm, ich will auch nicht herzlos sein, also... Ich halte euch mal wieder ab von dem, was ihr vorhabt. Na komm, kämpft gegen mich. Was glaubst du da so blöd? Moment mal, deine Visage kennt ich doch. Willst du Stress oder was? Letztes Mal haben wir vielleicht den Kürzeren gezogen, aber diesmal machen wir ernst. Ja, ihr macht ernst, ist klar. Das passt. Das passt nie, niemals, in keiner Situation. In jeglicher Hinsicht passt das nicht. Traumato! Nein, davon bin ich nicht traumatisiert. Nein, nicht. So, Izzy hat noch ein paar KP. Das wird vielleicht auch reichen für Traumato. Na komm, ist auch ein Level 9 Pokémon. Schmarotzer! Das ging doch hin hier. Naja, das ging ja wieder Wind hier. Nicht der Rede wert. Mal wieder. Team Skull-Rüpel wurde besiegt. Junge, es setzt mich ganz schön an, dass man nicht einfach so gießen kann. Sehr viel gewinnt, 288 Pokémon, die sich aus dem Kampf gegen... Ach, das kommt es mir. Ist mir zu blöd für Team Skull. Schon mal einblenden. Hier kannst du deine Pokémon pflegen. Kümmere dich gut um sie und knuddle sie, um deine Freundschaft zu ihnen zu pflegen. Mit ihnen die Kleine hier besiegen. Quatsch. natürlich wollen wir uns um sie kümmern, weil sie ein bisschen streicheln. Und so weiter. Hier mal abtupfen hier. Und nicht die Statusprobleme aufheben. Dafür ist es da. So. Unendlich. Oder auch nicht. Müsste doch hier was wirken, oder? Ja, da ist sie wieder gesund. Nice. Ist sie gerettet. Streicheln können wir sie auch. Nice. Wie süß. Das muss man auch mal gezeigt haben. Hier zum eigentlichen Spiel. Ich mag's nicht, du bist einfach zu stark, Junge. Mir brummt der Schädel. Komm, wir gehen lieber ihn mal nerven, um uns abzureagieren. Gute Idee, Bro. Ihre Vegetationshülle ist zum Glück ganz in der Nähe. Aber vorher will ich noch etwas klarstellen. Mein Bro redet ständig vom Schädel, damit du ihn hier in den Dickschädel einhämmerst. Merkt ihr, gefälligst endlich, wer er ist. Team Sky, ja, ich weiß schon. Danke für deine Hilfe. Mantax ist nichts geschehen. Und das ist dir zu verdanken. Auf Trainer, die an der Insellandschaft teilnehmen, ist eben noch ein immer noch Verlass. Hier hast du eine Belohnung für deine Hilfe. Du hast das Item Tafelwasser. Tafelwasser wurde in der Medizintasche verstaut. Na denn. Für einen Trainer deines Kalibers ist es bestimmt ein Klacks, in die Massprüfung zu bestehen und von Hanna anerkannt zu werden. Wenn du das geschafft hast, solltest du zur Feier unbedingt eine Runde auf Mantax surfen. Okay, machen wir so. Geh mal hoch. Das wollen wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Richtig sprechen lernen. Oh. Ist doch ein Pokémon. Ein süßes Guffa. Guffa starrt dich an. Hier, mal kurz den Move machen. Die Drehung. Dreht sich auch. Sieht man kaum, aber es macht das. Guffa möchte mit dir spielen. Das Guck-Guck-Spiel. Ja. Schön. Das Guck-Guck-Spiel. Wo ist die Zwergina? Hier ist die Zwergina. Guck-Guck-Spiel, das könnte ich ewig machen.
Nee, nicht wirklich. Verabschieden wir uns mal. Nicht hier ewig rumhängen. Das bringt es dann auch nicht. Schlohkraut. Okay, irgendwie so ähnlich. Irgend sowas in der Art muss es heißen. Von hier aus kam also ziemlich geil. Okay, okay. Da standen sie oben und kamen dann runter. Okay, ja, waren in der Sackgasse, aber gut. Ja, von mir aus. Route 2, dann geht's mal weiter hier. Weiter. Geradeaus. Das Krabbox ist jetzt weg. Da können wir weiter den Weg entlang. Okay, die Trainer überwunden. Die Bärenfelder. Okay. Ist ein bisschen größer, als ich es in Erinnerung habe. Kann man Bären pflanzen. Was denn noch sonst auf den Bärenfeldern? Joa. Okay. Sprechen wir mal mit ihm hier. Oh, du und dein Iskala. Ihr seid also auf Inselwanderschaft. Hier, ich schenke dir Bären. Eine Sinnebeere. Dann pflanzen wir sie gleich ein, oder was? Mit Sinnebeeren kannst du ein paar KP deines Pokémons wiederherstellen. Du kannst sie direkt auf das Pokémon anwenden und ihm die Beere zum Tragen geben. Übrigens, möchtest du vielleicht eine Beere, eine Expertin werden? Nicht unbedingt. Nanu, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Zurückhaltung. Aber wenn du es dir noch anders überlegst, kannst du ja jederzeit wieder vorbeikommen und mich ansprechen. Aber ich möchte hier erstmal pflanzen. Kann ich das irgendwie machen? Oder muss ich dazu erstmal Bärenexpertin werden? Muss ich wahrscheinlich. Ja, was soll's? Geh mal ins Haus. Oha, ganz viel Botrugels. Alter Schwede. Das Haus wurde von Botrugels beladen. Und die Ilma ist hier reingerannt und hat ins Haus mitten rein einen Sticker geklebt. Ja, okay. Neun Sticker haben wir schon. Geht's wohl weiter. Oh, hier die Bären einsammeln. Weiß Sinnebeere. Unter Baum liegen noch ein paar. Persimbeere. Einsammeln. Persimbeere nochmal. So haben wir alles eingesammelt. Und weiter geht's. Und nicht umgucken, weil, ja. Sonst verpassen wir was. Dort hinten liegt also die Vegetationshöhle. Meine Messgeräte schlagen aus. Ja, das bedeutet, dass es irgendwo in der Höhle etwas geben muss, das mit seiner Lumineszenz die Verbindung steht. Da bekomme ich gleich Lust, auf diesen Ort zu erforschen. Worauf warten wir denn noch? Erforschen wir die Höhle? Nein, Augenblick. Nein, angeblich ist es aus gewissen Gründen verboten, die Vegetationshöhle zu betreten. Wir sollten lieber die Präsidentin um Rat fragen. Wir verfügen außerdem immer noch nicht über die nötigen Hilfsmittel, um Pokémon zu fangen. Die Typen. Werden wir mal gucken, was die noch für uns haben. Ja, okay. Und weiter geht's nach vorn. Wir müssen weiter zur Inselherausforderung. Vielleicht finden wir auch die Inselherausforderung auf dem Weg. Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus, als wir es kennen aus Pokémon Sonne. Hat sich ein bisschen verändert hier. Oh, ein wildes Pokémon. Die mit Items. Oh, das kennen wir doch. Makuhita. Das ist doch ein Mystery Dungeon Pokémon. Ich habe noch kein Mystery Dungeon Pokémon gespielt, aber ja, man kennt es aus der zweiten Generation. Vielleicht auch aus der dritten, so sicher bin ich mir dabei nicht. Aber aus einer frühen Generation. So, hier scheint es weiter zu gehen. Da schon auch schon Tali. Ja, nice. Hallo, Zwergenfee. Hallo, Zwergenfee. Wie geht's deinen Pokémon? Prima geht's ihnen. Die müssen nur mal geheilt werden. In einem Pokémon-Center vielleicht. Das freut mich. Mein Ruppei und die anderen können aber ein Päuschen vertragen. Meins auch. Los, lass uns ins Pokémon-Center gehen, Zwergfee. Aber gerne doch. Hast du gewusst, dass Kaburiki irgendwie mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht?
Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat. Wie etwa eine Sinnmannschaft. Ach ja, kennst du diese tolle Items schon? Kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Du hast 3 Exemplare des Items Beleber. Beleber wurde in der Medizintasche verstaut. Mit einem Beleber kannst du ein Pokémon, das kampfunfähig ist, wieder fit machen. Übrigens, beim Pokémon-Supermarkt bietet jeder anstelle andere Items zum Verkauf an. Vergiss das nicht. Ach ja, ich habe gehört, wenn man oft mit dem Rotom-Pokédex spielt und sich dadurch mit ihm anfreundet, kann man etwas nutzen. Kann man etwas nutzen, das sich Rotom-Mart nennt. Das klingt absurd. Wenn meine Augen leuchten, dann musst du mich einfach nur berühren und schon fängt der Rotomat an zu rotieren. Rotieren heißt das, glaube ich. Willst du es einmal ausprobieren? Psst. Rotom lässt dich wirklich den Rotomat ausprobieren? Das solltest du dir nicht entgehen lassen, das wäre ein Fehl. Dann lassen wir es doch mal machen. Wow, mit dem Rotomaten kann man seine Pokémon stärker machen. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt würde ich ja schon gerne wissen, was es sonst noch so für Rotom-Kräfte gibt. Ich nicht. Nicht unbedingt. Ich will erstmal mein Pokémon-Team heilen lassen. Und dann, ja, vielleicht noch ein Stückchen weitergehen Richtung Insel-Herausforderung und dort mich der ersten Herausforderung meiner Inselwanderung stellen. Können wir ein paar Tränke kaufen. Wäre vielleicht ganz ratsam. Ich kaufe was. Hast du schon super Tränke? Nein, natürlich hast du das noch nicht. Du musst noch ein paar Tränke kaufen. Ich glaube, ich kaufe Platz 15 hier. Wir haben noch keine. Also hier, Platz reingehauen. Pokéball haben wir noch genug. Ja, kann man so machen. Schutz hätten wir uns auch kaufen können, aber ja, recht erstmal. Recht für heute. Ich würde sagen, wir gehen uns dann bald in Richtung Inselherausforderung. Ah, hier ist eine Straßensperre, da kommen wir nicht weiter. Ja, ist klar soweit. Ich muss aber sagen, ich brauche erstmal eine kurze Aufnahmepause. Ich hole hier erstmal noch ein paar Beeren. Ich muss jetzt diesen Part an dieser Stelle beenden. Ich nehme das schon ein bisschen länger auf. Ist nicht der erste Part, den ich heute aufnehme hier. Jo, ich muss das jetzt hier an dieser Stelle unterbrechen. Ja, dumm ich noch um, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwerg fast verpassen wollt. Ich muss auch meine Stimme mal wieder ein bisschen schonen. Ich habe so viel geschrien und so viel moderiert hier. Ja, wird Zeit, dass ich mir ein bisschen Päuschen gönne. Ja, man sieht sich im nächsten Part. Wir sind weit gekommen. Ich habe das bestimmt in mehrere Parts aufgeteilt, aber ich bin sehr weit gekommen. Bis demnächst. Gehabt euch wohl. Haut rein. Ciao, ciao.